Hi, mein Name ist Sabrina und heute möchte ich über die Keratitis sprechen, die Entzündung der Hornhaut des Auges. Und da geht es um die Erkrankung bei Hund, Katze und Pferd, wobei natürlich der Hund dort im Vordergrund steht, bei dem die Erkrankung deutlich häufiger ist als bei den anderen Haustieren. Und dann möchte ich diese Erkrankung einordnen aus Sicht der TCM und die Ausgleichsmaßnahmen nach dieser traditionellen chinesischen Medizin beschreiben. Legen wir los. Kommen wir also zu den Krankheitsbildern. Und hier steht ganz vorne die Schäferhund-Keratitis, auch Keratitis-Überreiter, nach Professor Otto Überreiter aus Wien, der die Erkrankung in den 1960er Jahren beschrieben hat. Es handelt sich um eine Entzündung der Hornhaut, die chronisch ist und die wohl auf einem Autoimmungeschehen beruht. Sie tritt in erster Linie schon ab dem zweiten Lebensjahr auf und man weiß, dass UV-Licht Auslöser sein kann oder aber auch den Krankheitsverlauf verschlechtert. Außer dem deutschen Schäferhund sind vor allen Dingen betroffen Dackel, Collie, sibirischer Husky, Greyhound, all deren Mischlinge. Aber es kann auch bei anderen Rassen auftreten. Also ich habe in meinem Patientenkreis zum Beispiel einen Weimaraner mit Schäferhund-Keratitis. Die Erkrankung wird in drei Stadien eingeteilt. Anfangs ist es nur ein roter Fleck, der etwas erhaben und uneben ist. Im zweiten Stadium ist dann weniger als die Hälfte des Auges eingenommen, aber der Fleck dehnt sich zur Mitte hin aus. Und dann im dritten Stadium ist mehr als die Hälfte des Auges betroffen. Es kommt zu einer zunehmenden Trübung und letztendlich zur Erblindung des Hundes. Die Hauptschutzmaßnahme ist erstmal eine UV-Schutzbrille. Also das sieht cool aus, auch wenn die Hunde das meist nicht sehr cool finden. Aber sie gewöhnen sich dran. Und schulmedizinisch gibt man lebenslang immunsuppressive Medikation. Hier sieht man ein Stadium 3 einer Schäferhund-Keratitis, das sich trotz schulmedizinischer Medikation entwickelt hat. Die Hündin ist zu diesem Zeitpunkt praktisch blind. Dann kennt man die Dackelkeratitis und davon sind praktisch wirklich ausschließlich nur Dackel betroffen und da vor allen Dingen die Langhaardackel. Und es sind punktförmige Erscheinungen im Auge, die sich dann netzartig ausbreiten. Wahrscheinlich handelt es sich auch hier um ein autoimmunes Geschehen, Ersterkrankungsalter auch ab dem zweiten Lebensjahr. Und hat einen gleitenden Übergang zum Bild der Schäferhundkeratitis, sodass man auch ein Vorstadium der Schäferhund-Keratitis dort vermutet. Und auch hier ist die Hauptschutzmaßnahme natürlich erstmal UV-Schutz und dann immunsuppressive Medikation im Auge. Dann gibt es weitere Keratitisformen. Da ist zunächst zu nennen beim Hund die Keratitis, die mit der subakuten Hepatitis, also der Leberentzündung, verbunden ist. Dann gibt es auch mit Viruserkrankung verbunden eine Keratitis der Katzen, und zwar eine Erkrankung im Zusammenhang mit dem felinen Herpesvirus 1, das zum Katzenschnupfenkomplex gehört. Und dann gibt es noch die eosinophile Keratitis. Das heißt, dass dort durch die eosinophilen Granulozyten, also einer Bestandteil des Immunsystems, eine Keratitis verursacht wird. Man vermutet hier eine allergische Ursache. Betroffen sind vor allen Dingen Katzen und manchmal auch Pferde. Wie stellt sich das nun aus Sicht der TCM dar? Es handelt sich um eine Leberhitze mit Stagnation im Falle der Schäferhund- und Dackelkeratitis. Das Auge gehört zum Element Holz. Die Leber ist das kühlende, das Yin-Organ des Holzes. Und wir haben eine Hitze, weil wir eine Entzündung haben. Die Stagnation ist das, was zur Trübung führt. Die Zunge ist rot, meist mit einem gelben Belag. Der Puls ist voll und zeigt aber auch meist im weiteren Fortschreiten eine Stagnation. Ich empfehle als ausgleichende Maßnahme die Kräutermischung YT20, Klarer Blick, Jiuming-Yao-Tang. Diese Kräutermischung basiert auf einer traditionell bei Keratitis und Uveitis eingesetzten Kräutermischung. Und dann empfehle ich zur Akupressur den Nahpunkt Gallenblase 1. Und als Akupunkturpunkte kann man den natürlich auch verwenden. Und dann als Fernpunkt passend zu diesem Nahpunkt am Auge den Punkt Gallenblase 37, der das Auge klärt. Und natürlich unbedingt TCM hin oder her, die UV-Schutzbrille nicht vergessen.
Bei den Keratiten, die auf Viruserkrankungen beruhen, handelt es sich aus Sicht der TCM um einen Mangel an Abwehr-Qi, also einen Wei-Qi-Mangel. Hier kann das Bild auf der Zunge variieren, je nach Dauer der Virusinfektion, Eindringtiefe des Virus in den Organismus. Hier weist uns vor allen Dingen der Puls auf einen Qi-Mangel, der kann leer sein, kurz, weich, sanft oder aber auch schmal, fadenförmig. Als ausgleichende Maßnahme empfehle ich hier die Kräutermischung YT01, Resistenzstärkung, die das Abwehr-Qi stärkt. Und dazu immunstärkende Punkte, das wären zum Beispiel Dickdarm 10, Dickdarm 4 und Lenkergefäß 14. Und dazu den lokalen Punkt wieder Gallenblase 1. Und dann Maßnahmen bei der eosinophilen Keratitis. Hier handelt es sich um eine Invasion von Windhitze bei einem allergischen Geschehen. Und hier wäre die Zunge wieder rot mit gelbem Belag oder aber auch leicht trocken. Der Puls ist oberflächlich und schnell. Hier empfehle ich die Kräutermischung YT11, Windstille. Und die Akupunkturpunkte Gallenblase 20, der den Wind ausleitet, Dickdarm 10, der gegen Windhitze eingesetzt wird und den lokalen Punkt Gallenblase 1. Alle Kräutermischungen findet ihr im Yao-Tang-Shop der Firma Phytocom, den ich hier unten verlinke. Hier oben seht ihr die Kräutermischung YT20 näher erklärt und ich nehme immer wieder neue Videos auf zu Kräutermischungen, zu Akupunkturpunkten, Akupressur, Hundegesundheit, Pferdegesundheit. Abonniert meinen Kanal!